Hi, ich bin Studienbotschafterin Jana und studiere Fach- und Medienübersetzen im letzten Mastersemester. Ich habe ganz viele Fragen von euch bekommen rund um meinen Studiengang und die möchte ich jetzt hier gern beantworten. Einen großen Anteil des Studiums machen die Fachübersetzungsübungen aus. Hier übersetzen wir von der ersten und zweiten Fremdsprache in die Muttersprache und von der Muttersprache in die erste Fremdsprache. Und im dritten und vierten Semester haben wir dann Fachübersetzungsprojekte, bei denen wir Teams bilden und dann die Arbeitsabläufe, so wie sie normalerweise bei einem Sprachdienstleister stattfinden, simulieren. Außerdem lernen wir in den CAD-Kursen den Umgang mit Programmen für computergestütztes Übersetzen. Dann haben wir noch die Fremdsprachendidaktik, die bereitet uns auf eine Tätigkeit als Sprachlehrerin vor. Und am Ende des Semesters halten dann auch alle Studierenden individuell eine Lehrprobe ab. Das heißt, man kann dann die ganze Theorie, die man während des Semesters gelernt hat, direkt in die Praxis umsetzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Medienübersetzen. Das betrifft jetzt aber eigentlich schon die nächste Frage von euch, da komme ich gleich noch dazu. Ja, und weil ÜbersetzerInnen sich ja nicht nur mit Sprache auskennen müssen, sondern auch mit dem, was sie da übersetzen, haben wir noch zwei sogenannte Sachfächer. Das ist zum einen Technik und zum anderen Life Science. Das teilt sich nochmal auf in Pharmazie und in Medizin. Zusätzlich zu den anderen Sprachen machen wir noch eine kleine Sprache. Die lernen wir von Grund auf und da kann man wählen zwischen Italienisch und Schwedisch, beziehungsweise, falls ihr schon eine kleine Sprache mitbringt, könnt ihr euch die dann auch anrechnen lassen. Ja, und dann gibt es noch die fachwissenschaftlichen Wahlpflichtfächer, die FWPFs. Davon muss man insgesamt 6 belegen und da variiert das Angebot immer von Semester zu Semester so ein bisschen, aber man findet eigentlich immer irgendwas, was Spaß macht. Und ganz am Ende, bevor man dann in die Berufswelt startet, haben wir noch ein Seminar, das heißt Fit für den Markt. Hier kann man dann noch so Fragen klären wie, was passt besser zu mir, angestellt oder freiberuflich, Fragen rund um die Steuererklärung oder um Marketing, also ganz praktisch. Und es ist echt hilfreich und erleichtert den Einstieg ins Berufsleben. Zum Medienübersetzen gehören die Untertitelung von Filmen, die Audiodeskription für Blinde und Voice-Over, das kennt ihr vielleicht von Dokus. Dann gibt es noch die Software-Lokalisierung, da übersetzen wir immer Computerspiele. Insgesamt spielt die Barrierefreiheit eine große Rolle beim Übersetzen und deswegen haben wir auch Kurse wie leichte Sprache und Gebärdendolmetschen. Nach dem Master kannst du als Fachübersetzerin arbeiten, als technische Redakteurin, Terminologin, Lokalisiererin oder Projektmanagerin, aber auch für Agenturen im Bereich Film und Fernsehen, als Sprachlehrerin in der Erwachsenenbildung, für Sprachschulen und Sprachdienstleister oder als Sprach-Allrounder für kleinere Unternehmen. Du kannst entweder in einer Firma angestellt sein, als Freelancerin arbeiten oder du machst dich direkt selbstständig. Ausgehend von der Mutter- bzw. Trägersprache, der A-Sprache, werden 2 weitere Fremdsprachen gewählt, die B- und die C-Sprache. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. Dabei musst du deine A-Sprache auf C2-Niveau beherrschen, die B-Sprache auf C1 und die C-Sprache auf B2-Niveau. Bei den meisten Studierenden ist die Muttersprache Deutsch, die erste Fremdsprache Englisch und die zweite Fremdsprache entweder Spanisch oder Französisch. Aber theoretisch ist eigentlich jede Kombination möglich. Nun muss Deutsch entweder die A- oder die B-Sprache sein. Die Bewerbung erfolgt über das Online-Bewerbungsportal der FHBS. Den Link zu diesem Portal findet ihr auf der Seite des Studiengangs. Und dort findet ihr dann auch das Anlageblatt für eure Sprachwahl. Das müsst ihr ausfüllen und mit hochladen. Das Masterstudium beginnt immer zum Wintersemester. Das heißt, ihr könnt euch zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juli bewerben. Und im Oktober geht's dann los. Falls euch jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch Dokumente fehlen, wie zum Beispiel Sprachnachweise oder euer Bachelorzeugnis, dann bewerbt euch einfach trotzdem und die Dokumente könnt ihr dann später noch nachreichen. Als ich mich damals informiert habe und Studiengänge miteinander verglichen habe, ist mir aufgefallen, dass es der einzige Studiengang ist, bei dem der Schwerpunkt auf Fachübersetzen und Medienübersetzen liegt. Außerdem gefällt mir die Praxisorientiertheit richtig gut und das Seminar Fit für den Markt, von dem ich ja vorher schon gesprochen habe. Und die vielen Exkursionen, die wir machen. Also wir waren schon bei der EU in Brüssel, wir waren im Pharmazielabor der PTA-Schule, wir haben uns eine Spritzgießmaschine angeschaut,
Wir waren beim Mind Verlag und in den Laboren der Ingenieursstudiengänge in Schweinfurt. Was ich persönlich auch noch richtig cool finde, ist, dass wir die Medizinvorlesungen zusammen mit den Medizinern an der Uniklinik haben. Und auch der kleine familiäre Rahmen ist richtig gut zum Lernen, finde ich. Außerdem bekommen wir von der FH Laptops gestellt, die auch mit allen notwendigen Programmen und Lizenzen ausgestattet sind, was den Vorteil hat, dass man nicht immer seinen eigenen Laptop mitbringen muss. Und wir dürfen das Hochschulmedienzentrum nutzen. Das hat eine hochprofessionelle Ausstattung und für die ganzen Medienübersetzungsfächer dürfen wir dann dort arbeiten. So, dann hoffe ich kann eure Fragen jetzt alle beantworten. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare oder schickt uns einfach eine Nachricht bei Facebook oder Instagram. Und falls ihr mit den Dozierenden direkt kommunizieren wollt, dann schreibt am besten eine E-Mail an fachübersetzen@fhbs.de. Und alle Infos findet ihr auch sonst nochmal auf der Website der FHBS unter dem Studiengang Master Fach- und Medienübersetzen.